Ach du meine Güte, das sieht aus wie Kraut und Rüben. Was? Wobei, ich glaube, ich habe nur eine Reihe vergessen. Ja, das, was ich hier hingebaut habe. So. Ich glaube, ich habe aber nur eine Reihe vergessen. Dann ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Und zwar habe ich diese Reihe vergessen. Eins, zwei, drei. Ich hasse diesen Job. Eine Reihe fehlt noch. Gesehen, du bist da, um meine Arbeit zu übernehmen. Nee. Ich bin hier, um deine Arbeit zu bemängeln. Die Reihe habe ich doch gerade gemacht. Die hier, nicht? Die, wo ich jetzt stehe. Oh, dann habe ich die eine Reihe gerade doppelt gemacht. Oh. Oh, ich höre auch die Pillager. Wobei, nee, das sind keine Pillager. Ich glaube, das ist ein Händler. Das kann sein. Ich höre nämlich auch Lamas und die Pillager machen andere Geräusche. Ah, jetzt passt's. Die Treppe ist fertig. Oha. Die gucke ich mir gleich an. Kannst gleich ausleuchten. Ausleuchten? Ich habe keine Fackeln dabei. Ich auch nicht. Oh, sehr tolle Treppe. Da kriegt man einen Drehwurm. Ja. Wer hat die Lava erfunden? Und warum muss das, warum gibt es keine einfachere Lösung einfach? Ja. Auf den Block, quasi auf den man guckt, unter dem Block die Lava zu setzen oder so. Einfach eine Verzauberung. Oder einfach unendliche Lavaquellen. Ja, Mann, das wär's. Bist du wieder unten? Ja. Egal. Wieso? Ich habe immer noch keine Fackeln. Aber ist doch nicht so schlimm, oder? Doch, weil hier oben ist richtig dunkel die ganze Zeit. Ach so. Warum kriege ich Schaden? Ach, weil mein Trank ausgelaufen ist. Ich glaube, ich bin gleich wieder oben. Dein Trank ist ausgelaufen, das ist aber schlecht. Ja, ja. Oh, das Lama hat gespuckt, ich habe es genau gehört. Oha. Zumindest hat es dazu ausgeholt, sozusagen. Ich spendiere dir ein Stack Fackeln. Oha. Das ist aber sehr selbstlos. Ja, ja, so bin ich nun mal. Und einen Trank spendiere ich mir selbst. Man gönnt sich ja sonst nichts. Bist du auf dem Turm oben? Nee. Aber ich? Ich bin unterm Turm. Ah. Oh, bitte. Dankeschön. Mit Vergnügen. Warum hat man nicht 10 Slots? Der Tunnel ist genau 5 breit, das wäre perfekt. Dann kann ich immer pro Reihe ein Inventar, ein halbes Inventar machen. So. Ja. So, mal gucken.
Ja, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Und ich glaube... ja, ich habe noch solche Zäune. Ich probiere mal, dieses komische Ding da oben ein bisschen schöner zu machen. Weil ich glaube, in den echten Dingern sind hier auch Zäune unten dran. Ja. Oh, jetzt habe ich keine Zäune mehr. Oh. Egal, ich kann noch welche machen. Alter, der Händler, der nervt mich so langsam mit seinen Geräuschen, die er hier veranstaltet. Ich versuche hier zu arbeiten, konzentriert. Der auch. Ja, der versucht mich zu sabotieren, dass ich vergesse, dass mein Trank endet und dann sterb, so wie gerade eben beinahe. Vielleicht hat er Tränke im Angebot und will dir einen verkaufen. So ein Schlawiner ist das. Ja. Mein Leid zu seinem eigenen Nutzen will er sich machen. Ja. Da wird er noch sehen, was er davon hat, sobald ich hier fertig bin. Ah, oh, nee, das ist nett. Ah. Ich habe bald zwei Leinen. Ach ja. Aber erst. Außer er despawnt, aber ich gehe jetzt nicht extra raus und hole meine Ausrüstung nur für sowas. Na. Wobei er mich schon echt aufregt. Ha? Jedes Mal, wenn ich hier lang gehe. Vielleicht fragt er sich nur, wer hier so tolle Sachen baut. Das ist eine gute Frage, die ist auch berechtigt. Ja, denk boah, das wäre voll cool. Das wäre voll cool, wenn man mit Huschen zum Beispiel, oder wenn es eine Verzauberung gäbe, von mir aus auch eine andere als Huschen, dass man wenn man sneakt im Wasser oder Lava einfach komplett stehen bleibt. Das wäre mal was. Dass man halt immer so rumgetrieben wird. Ach so, dass man, dass die Strömung einen immer beeinflusst, ja, wenn man sneakt. Okay. Das wäre mal was Tolles. Ich dachte schon, dass man einfach nicht mehr laufen kann, Alter. Weil das wäre richtig dumm. Das wäre keine positive Verzauberung. Ja. Aha. Ah. Das höre ich auch schon ein. Ich gehe auch gleich hin und hau den kaputt. Ja, mach das mal. Der nervt. Ja, ich meine aber den ich jetzt gerade gehört habe. Ach so, der nervt nicht. Doch. Der baut tolle Sachen. Ja. Ja. Bist du sicher? Wenn du das sagst. Du würdest ja nicht lügen. Richtig. Dass unsere Items nicht despawnen, das ist gerade ein bisschen so... suboptimal. Ja, weil überall, wo ich diese Zäune als Fenster reinmache, da liegen jetzt halt Blöcke auf den Kanten. Und da kommt man so schlecht hin. Muss ich immer Enderperlen rein hinwerfen. Ja, ich bin gerade am Einsammeln, aber die liegen halt an den ungünstigsten Stellen überall rum. Jetzt muss ich einen Trank trinken, nur deswegen. Oha. Ist er jetzt wenigstens weg? Ja. Liegt hier noch einer? Nö. Ja, ich glaube, damit ist die Festung sogar abgeschlossen jetzt. Von außen, ne, von innen auch eigentlich. Mit einem Schlüssel. Ja. Wobei, ich würde gerne noch eine Laterne hinhängen. Wenn wir denn eine haben. Ja, eine hier auf dem Boden stehen ganz viele rum. Stimmt, da könnte ich eine abbauen.
Ja, alle kann ich abbauen. Nö. Jetzt ist die Frage der Fragen, gibt es hier überhaupt eine Mitte? Nein. Du kannst auch gleich mal runterkommen und mir helfen. Oh. Weil bei der Ecke, das ist blöd, weil da ja quasi der Hang abfällt. Und da kann man nicht einfach so mit einer Lytrin runtergehen und das so easy machen, weil man halt die ganze Zeit aufsteht. Deswegen fehlen noch ein paar Blöcke und du musst mir sagen, welche von oben, weil von unten sieht man das so schlecht. Ja. Junge, der säuft seinen Trank da draußen, als gäbe es keinen Morgen. Gibt's auch nicht, wenn ein Alkoholiker. Oh ja, das stimmt. Der ist abhängig. Das glaube ich auch. Wortwörtlich. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Jetzt noch eine Laterne. Nämlich hier. Ja. Ja. Das ist es. Festbeleuchtung. Top. Und jetzt sieht auch dieses Ding besser aus, wo ich die Zäune hingemacht habe. Das kann man machen. Ist okay. Jetzt haben wir eine kleine Festung. Das sieht gut aus. Sieht jetzt allmählich fast aus wie im Nether. Man glaubt es kaum. Mhm. So, wo soll ich jetzt hinkommen? In den Glastunnel ins Eck. Ah. Ich hole aber gerade neue Lava, also du hast noch ein Momentchen. Jetzt höre ich ja auch schon einen Zombie. Hm. Ist schon Nacht. Siehst du, wo noch was fehlt? Ja. Oh, was auffällt, ist mein Trank. Muss kurz hoch. Hätte ich mir auch gleich einen mitbringen können, wenn ich hab noch einen bekomme. Oha, dann gib den mal. Okay. Hier durch die Tür. Tolle Tür. Finde ich auch. Danke sehr. Bitte sehr. Macht das aber von hier, weil da kann ich so halbwegs stehen wenigstens. Ich frage mich, ob ich dich sehen kann. So halbwegs. Also unter mir fehlt einer. Ist das der Block, wo ich gerade bin? Ich sehe dich nicht. Ja, jetzt. Der hier? Ja. So. Und jetzt noch hier. Der hier? Nee. Der hier. Ich sehe nicht mal eine Blockgrenze, nee, das ist das Problem. Jetzt bist du drunter. Ja. Und jetzt hier. Ja. Ja. Das war's. War's das schon? Oha. Da habe ich ja gar nicht so viel verpasst, wie ich dachte. Ja. Junge, der schlürft sich da einen ab. Ja. Hast du unter die Glasblöcke auch welche gemacht? Ja. Okay. Ja, ich mach die immer unter die Glasblöcke. Also ich gucke aufs Glas und setz die dann. Ah ja. Also ich meinte am Rand, aber ja, da sind welche. Ach so, ja. Jetzt muss ich nur mal schauen. Wo ist jetzt der letzte Quellblock? Der noch fließt, ist noch ein Quellblock, ne? Ja. Ja. Heißt, hier muss es quasi weitergehen. Der da, den ich anfange abzubauen, da muss weitergehen, ne? Ich sehe nicht, welchen du abbaust. Der da. Ja. Okay. Ich habe es nämlich auch rausgefunden, welchen Abstand man einhalten muss, damit man nicht von der Lava weggeschwemmt wird, während man die Eimer wechselt. Das hilft ungemein, um den Überblick zu bewahren. Jetzt hast du aber welche vergessen. Habe ich das? Also ganz am Eck fehlt einer. Auf welcher Seite? Meiner jetzt, da wo du auch bist.
Oder? Oder bin ich dumm? Nee, nee, passt. Ja, du warst dumm. Ja. Gut, dann bist du jetzt wieder entlassen. Okay, dann. Oder du machst mit. Jetzt. Nö, 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 nö. Wobei, du kannst gleich, wenn die nächste Ecke kommt, wieder da sein zum das Ansagen. Ja, da mache ich eine Ansage. Oh, ich habe keinen Lava-Eimer mehr. Na gut. Auf ein neues. Wow. Hast du Lust? Nein. Oben? Nein. Seitlich des Ganges die Lava zu platzieren, dann können wir da schon mal die Erde abbauen und dann ist der Gang schon komplett in Lava. Oder wir machen alles am Schluss gleichzeitig. Dann wäre nämlich zwar der Gang in Lava, aber die Farm ja auch noch nicht. Ja, nee, ich würde alles füllen und zum Schluss die Erde abbauen. Ja, ich denke, das macht am meisten Sinn. Ja. So, hier hatte ich noch einen vergessen. So, da ging mir die Lava aus, besser gesagt. Heißt... jetzt hier. Macht Spaß, anderen bei der Arbeit zuzugucken. Ja, doch. Das glaube ich. Guck immer genau den an, den du als nächstes hinbaust und wenn du das nicht machst, dann schrei ich. Ach so, dann läuft es aber bisher ganz schön gut für mich. Ja. Ausgetrickst. Oha. Noch 4 Stück habe ich. Oh. Alter, wie der rumkriecht, Alter, wie so ein wie so ein Maulwurf einfach. Oh ja. Oh. Es gibt doch diesen Maulwurf, dem einer auf den Kopf gekackt hat. Ja. So eine dumme Geschichte. Naja, die Kinderbücher, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe neulich Werbung bekommen für ein Kinderbuch bei Amazon. Das hieß Der kleine Ritter Kackebart und der hatte einfach Ach, Kacke im Bart. Und das sind Kinderbücher von heutzutage. Alter. Da braucht man sich wegen nichts mehr wundern. Das ist ja bodenlos einfach. Wird weggespült. Jetzt habe ich, glaube ich, den seh's. Faden verloren. Wobei, hier? Nee. Ja, jetzt... ja, oh. Passt. Jetzt bin ich aufgestanden. Ja. So, fertig, so bleibt's. Ne. Oh.